So ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Gaming Channel. Hier ist der Jens und hier ein weiteres Video zu eFootball 2024. Denn Konami hat heute eine erste interessante Vorab-Info auf seiner offiziellen Homepage veröffentlicht. Hier seht ihr das Ganze, das ist eins zu eins mit einer Bildschirmaufnahme von mir jetzt hier festgehalten. Und zwar wird es eine Aktualisierung, die kommende Aktualisierung geben 3.2.0. Das ist soweit schon klar. Und diese Aktualisierung wird im Laufe des Dezembers 2023 veröffentlicht und es gibt eine interessante neue Funktion, die, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Game Changer wird, aber die durchaus interessant sein könnte für den Dreamteam-Modus, für Leute unter euch, vor allem für Leute unter euch, die ein Problem mit dem Thema Vertragsverlängerungstickets haben. Dazu aber jetzt mal ein bisschen. Mehr an Informationen. So, Konami hat jetzt hier was bekannt gegeben. Es wird unter anderem einen neuen Co-op pvp event geben. Ja, also diesen Events wird demnach die Option Koop hinzugefügt. Sie können entweder alleine und nach eigenem Ermessen an Events teilnehmen oder sich mit Freunden zusammenschließen und gegen andere Teams antreten. Klingt erstmal gar nicht schlecht. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze in der Praxis bewährt. Aber ich glaube, Jetzt haben wir hier einen hochgradig interessanten Punkt, und zwar Verträge wird man ab diesem Update 3.2.0 demnach auch mit Vertragsverlängerungstickets sowieso aber neu mit Gaming Points verlängern können. Das ist hochgradig interessant, wie ich finde, ähm, ist für mich absolut die Erwähnung wert, dieses Video zu machen, denn das wird sicherlich einige Leute unter euch, die vielleicht gerne auch mal wieder spielen würden, aber einfach in dem Thema nicht weiterkommen, weil sie schlicht und ergreifend kaum oder gar keine Vertragsverlängerungstickets mehr haben, die Leute könnte das durchaus in den Spielmodus zurückrufen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Hintergrund eine Entscheidung zu dieser jetzt getroffenen Entscheidung auch eben der Grund sein könnte, Gesunkene Spielerzahlen ist nur eine persönliche Vermutung. Ist ja auch ein bisschen naheliegend, dass man einfach wieder Leute zurückholen möchte, die man auch durch dieses Thema vielleicht verloren hat, weil sicherlich auch unter euch es einige Leute gibt, die einfach genau von diesem Thema Vertragsverlängerungstickets genervt sind und wie das umgesetzt wird. Ja, ich habe auch immer gesagt, natürlich wer ein bisschen Fleiß an den Tag legt und sich hier und da ein paar Gratis-Picks holt durch diverse Wettbewerbe und so weiter und so fort, der müsste eigentlich mit solchen Vertragsverlängerungstickets immer relativ solide ausgestattet sein. Aber das muss natürlich dann auch nicht auf jeden zutreffen. Insofern kann ich das auch schon verstehen, dass sich an dem Punkt etliche Leute gestört haben und sicherlich auch jetzt noch stören. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht. Jetzt müssen wir natürlich hier auch, auf, äh, auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, denn keiner von uns weiß natürlich jetzt genau, wie viel Gaming Points sowas tatsächlich kosten wird, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei diesen Fähigkeiten, ja, wenn man das zurücksetzt, ja, das, ihr könnt ja bei den Spielern reinschauen, was das kostet, mehrere hunderttausend Gaming Points, sage ich jetzt mal relativ pauschal, beim einen mehr, beim anderen Spieler weniger, dann würde ich fast vermuten, dass dieses Thema auch hier in diesem Bereich angesiedelt sein wird, aber ist natürlich jetzt in diesem Punkt nur eine Vermutung von mir. Ich weiß es natürlich nicht, aber das wäre ja okay. Ich habe bestimmt jetzt, ohne nachzuschauen, selber zwischen 17 und 20 Millionen Gaming Points. Also für mich wäre das an sich kein Thema. Und wer sich halbwegs täglich einloggt und hier und da ein bisschen was mitnimmt, selbst wenn er gar nicht großartig spielt oder gespielt hat, der dürfte eigentlich hier auch genügend Gaming Points haben um hier vielleicht wieder einen Ansatz zu finden, in den Dream Team-Modus einzusteigen oder wieder einzusteigen. Ich finde es auf jeden Fall erstmal auf dem Blatt Papier eine gute Sache. Wie gesagt, wir müssen natürlich dann auch abwarten, wie viele Gaming-Points genau für welche Vertragsverlängerungen dann hier zu Buche stehen. Aber ich denke, es liest sich erstmal gut und dürfte eine sinnvolle Option definitiv sein. Das denke ich mal, kann man an der Stelle schon sagen. Wie es dann nachher in der Praxis umgesetzt wird, werden wir im Dezember sehen, ob es nichts halbes ist, halb ist und nichts ganzes ist. Die Gefahr ist natürlich immer da, aber ich denke, das liest sich einfach erstmal ganz gut. Und das wollte ich auf jeden Fall hier mal loswerden, um natürlich jetzt hier noch dieser Information zum kommenden Patch äh, Genüge zu tragen, was die Vollständigkeit angeht. Ähm, Sie haben hier außerdem noch... Rein geschrieben in Online-Partien kann jeder Pro-Partie nur noch ein Torjubel durchführen, der sich nicht überspringen lässt. Klar, wenn ihr ein Gegentor kassiert, nervt es natürlich, wenn der andere da in zwei, drei Sequenzen ähm, sich feiert und ihr eigentlich weiterspielen wollt, ja. Und grundsätzlich natürlich für den Spielfluss und ähm, klar gibt es Spieler unter euch und äh, ich äh, gehöre da auch dazu. Ich will nicht tausend äh, Vorjubelszenen haben weder eigene noch andere. Klar, atmosphärisch gehört das schon dazu. Aber wenn du nur begrenztes Zeitfenster hast, um mal eben zwei, drei Partien zu machen, dann willst du nicht auch damit noch deine Zeit verplempern. So, das soll es gewesen sein, sobald es dann natürlich weitere Neuerungen und neue Infos, in, Infos gibt. Natürlich das hier bei mir auf dem Kanal. Ansonsten hoffe ich, hat euch das kleine Breaking News-Video gefallen. Ich denke, sinnvoll, wie gesagt, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird, das werden wir dann im Dezember sehen und das werden wir uns dann natürlich auch bei mir auf dem Kanal dann genauer anschauen. Leute, das soll es gewesen sein. Danke fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit. Ansonsten bis die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.